Und von dem einen actionreichen Online-Spiel kommen wir gleich zum nächsten, nämlich einer Fortsetzung, Planet Side 2. Der erste Teil war ja schon ein sehr beliebter Online-Shooter und der zweite ist jetzt schon eine ganze Weile in der Beta sogar, aber jetzt darf man endlich auch mal draus berichten. Ja, und das Besondere an Planet Side 2 ist, dass es nicht irgendwie irgend so ein Online-Shooter, sondern es ist halt ein Online-Shooter mit epischen Ausmaßen, ein Online-MMO kann man schon fast sagen, denn man kann ja bis zu 1000 Spieler auf einer Karte platzieren sozusagen und dann gegen die antreten. Und ja, wie das funktioniert, das hat sich unser Olli jetzt schon wieder mal angeguckt, denn Olli ist ja hier unser Action-Fan und deswegen werfen wir jetzt einen Blick auf die Beta von Planet Side 2. Wir werfen nun einen Blick auf Planet Side 2, einen Free-to-Play-MMO-Shooter. Und neben mir steht der Olli Hake, der schon mit dem Vorgänger viel Erfahrung gesammelt hat und sich jetzt das etwas genauer angeschaut hat, zusammen mit einem Kollegen, der ihn mitgenommen hat aufs Schlachtfeld. Richtig. Und wir spielen nämlich für die Terranische Republik. Das ist eine von drei Parteien. Das ist sozusagen die reguläre Armee, die versucht, den Frieden oder sagen wir mal den Status Quo zu bewahren. Es gibt noch das neue Konglomerat. Das ist so eine Art Rebellentruppe von Industriellen und von enttäuschten Politikern. Und die Varna Sovereignty, es ist so, ja, so eine technophile Fraktion, die Alien-Technologie gefunden hat und der Meinung ist, dass Technologie über alles steht und jeder, der sie versucht, daran zu hindern, mehr Alien-Technik zu erlangen, beseitigt werden muss. So, wir schauen uns hier mal ein bisschen an, wie man seinen Charakter gestalten kann. Also es ist so, dass man einen Charakter auch kontinuierlich spielt. Wenn man abgeschossen wird, respawnt man halt einfach. Aber man kann im Spiel öfters die Rolle wechseln. Richtig. Also die Klasse, die man spielt, nur halt eben Name und das Gesicht, das man eigentlich unter dem Helm nie zu sehen bekommt, bleiben gleich. Genau, im Prinzip, die Charakterstellung hat eigentlich nicht viel zu sagen, weil man ist ja eh meistens schwer gepanzert oder halt in irgendwelchen Fahrzeugen unterwegs. Von daher haben sie es dann auch sehr simpel gehalten. 4 verschiedene Gesichter, weiblich, männlich und das war es dann eigentlich schon. Ja, den Namen darf man auch auswählen. Es ist aber auch so, dass dieser Charakter durchaus Fortschritte macht. Man kriegt Punkte für Abschüsse, für Achievements und dergleichen, die man dann in einen Fortschritt investieren kann. Ja, Achievements so im klassischen MMO-Sinne vielleicht jetzt nicht unbedingt. Allerdings, je mehr Zeit du dir verbringst im Spiel, umso mehr Zertifikationspunkte bekommst du. Wenn du Basen erfolgreich eroberst oder auch verteidigst, bekommst du Punkte. Wenn du Abschüsse machst, dann bekommst du Punkte und die manifestieren sich zum einen als Ressourcen, mit denen du dann halt neue Fahrzeuge halt dann erstellen kannst, also wie Panzer zum Beispiel oder auch Flugzeuge. Oder du setzt sie halt dann in Zertifizierungspunkte um, womit man dann seinen Charakter verbessert. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel dafür sorgen, dass mein Infanterist, mein schwerer Assault-Infanterist mehr Panzerung hat oder mehr Waffenschaden oder einfach schneller schießt und so weiter und so fort. So, hier sehen wir den Kontinent. Es ist erst ein Kontinent von mehreren geplanten spielbar in der Beta, die wir uns hier angucken. Mhm. Und wie groß ist der nochmal? Ungefähr 64 Quadratkilometer. Also 8x8 kann man so rechnen. Also es ist schon eine riesige Fläche. Das erlaubt auch große Panzer- und Luftschlachten. Nicht so wie in Battlefield 3, wo dann doch alles auf ein sehr kleines Gebiet dann reduziert ist. Apropos große Schlacht, hier sind wir auch gerade bei einem Full-Scale-Assault auf eine große feindliche, ich glaube, Bioplant, also so eine Bioanlage. Und die wird auch wirklich hartnäckig von dem neuen Konglomerat verteidigt. Wir müssen erst die Höhenzüge vorher einnehmen, die nämlich von Feinden durchsetzt ist. Und da bricht auch schon ein NC-Panzer durch einen Vanguard, den ich ganz schnell mit meinem Raketenwerfer ausschalte, weil glücklicherweise bin ich nämlich ein Assault Trooper, der die entsprechende Waffe dabei hat. Wie behält man bei all dem Chaos den Überblick? Ja, man muss eigentlich im Team spielen. Links unten neben der Minimap siehst du die Liste meiner Mitspieler in meinem Squad. Die kann man auch zu einem Platoon organisieren, das heißt also mehrere Squads zusammen. In jedem Squad sind bis zu 10 Leute. Und auf der Karte links unten auf der Minimap siehst du diese grünen Kreise mit den Zahlen 4, 3, 2 und so weiter. Ne? Das sind meine Teammitglieder und natürlich ist man permanent im Teamspeak und erfährt dadurch, wo sich die eigenen Leute aufhalten. Und einer muss natürlich im Endeffekt das Kommando haben und sagen, wo es lang geht. Und das ist auch eine der anstrengendsten Aufgaben in Planet Side 2. Du bist ja sozusagen ein Planet Side 1 Veteran.
Ja. Aber du meintest, dass der Umstieg von Teil 1 auf Teil 2 gar nicht so einfach ist. Was hat sich denn alles geändert? Ja, also die Welt ist auf jeden Fall komplexer geworden. Teil 1 war es halt so, es gab eigentlich fast eigentlich nur einen Basentyp. Zumindest waren die alle sehr ähnlich aufgebaut. Es war relativ übersichtlich, man musste runter den Computerkern und das dann erobern. Es gab ein paar Türme, die drumherum waren. Und es war nicht so organisch wie hier. Das heißt, es waren erheblich weniger Polygone. Von daher wirkte es ein bisschen klinischer und man konnte sich leichter zurechtfinden. Während man hier dann doch erstmal die Übersicht gewinnen muss und die Basen erheblich größer und halt auch ja, komplexer aufgebaut sind. Dazu kommen so kleine Änderungen in der Spielmechanik, wie das mit dem Respawn funktioniert, dass man ein bisschen weniger Respawn-Möglichkeiten hat als im ersten Teil, zumindest bis jetzt. Es gibt zum Beispiel keine mobilen Spawn-Tubes, so ein Fahrzeug, was man durch die Gegend fährt. Das kann man jetzt zwar immer jetzt noch in einem Galaxy-Transporter, das ist so ein großer Großraumtransporter, allerdings kein Fahrzeug, das irgendwo getarnt in der Ecke rumsteht, wo man das dann halt dann tun kann. Oder es gibt zum Beispiel diese Nanites nicht mehr, die waren im ersten Teil noch dabei. Das war ein Ressourcensystem, womit man dann auch die Basen noch mit Energie versorgen musste. Das war auch ziemlich wichtig, aber auch ein durchaus langweiliger Job, das haben sie jetzt hier geskippt. Weil es ein langweiliger Job war. Ja, aber ein wichtiger. Also wenn man auf einen Konvoi gefahren hat und den dann beschützen musste oder mit einem Gunship dann auf die Jagd nach Nanite-Transportern gegangen ist, dann war das auch schon durchaus spannend. Aber halt nicht für den normalsterblichen Spieler, der davon auch keine Ahnung hat oder der nicht organisiert spielt. Der denkt sich auch so, WTF, was soll ich denn da? Was soll das sein? Wir sehen hier zum Beispiel auch die Sanitäterklassen im Einsatz, die immer die anderen Spieler heilen und dergleichen. Ist es denn vom Balancing her, dass auch solche klassischen Supporterklassen wirklich Spaß machen? Absolut. Die sind auch ganz gut bewaffnet und auch ganz gut gepanzert. Also sie sind natürlich schon ein Stück schwächer als der Light Assault Trooper oder der Heavy Assault Trooper und haben nicht ganz so viele offensive Möglichkeiten. Aber sie sind spaßig genug, dass die Leute sie wirklich auch freiwillig spielen. Zumal sie essentiell wichtig sind. Also ohne Sanitäter und ohne Ingenieure kannst du keinen Angriff gewinnen. Sanitäter müssen normale Infanteristen wieder heilen und Ingenieure müssen hier diese Max-Units sozusagen reparieren. Das sind diese schwer gepanzerten Infanteristen. Ohne und die Panzer. Ja, und natürlich die Panzer draußen oder auch die Flugzeuge. Und ohne Reparieren stirbst du halt und musst halt immer wieder an einem Spawnpunkt raus. Und selbst eine Minute oder zwei oder fünf Minuten natürlich, das ist einfach zu lang, so kannst du dann keinen ordentlichen Druck aufbauen. Apropos Druck, wir stehen jetzt hier auch vor dem zentralen Punkt der Basis. Und ich habe jetzt das Kommando bekommen, reinzugehen nach dem Motto, es ist frei, frei, frei. Allerdings war das gar nicht so frei. Da stehen noch einige Gegner drin. Und das bedeutete leider für mich in dieser Szene das Ende. Aber bis zur letzten Kugel auf den Feind zu, Herr Hake. Natürlich. Und man bekommt eine Übersicht, wer eingetötet hat, mit welcher Waffe und wie viel Prozent Schaden er ausgeteilt hat. Und jetzt stehe ich vor der Wahl, wo respawne ich? Ganz unten ist wieder das Warp-Tor, sozusagen der Ausgangspunkt. Oder halt auch an einem der Spawnpunkte, die ich halt in der Nähe erobert habe. Oder einen der schon bereits erwähnten Galaxy-Transporter, der freundlicherweise auf einer der Plattformen geparkt wurde von den Mitspielern und von Engineers und Max-Units gesichert wird, damit wir möglichst schnell wieder in den Kampf kommen können. Wie ist insgesamt deine Meinung, nachdem du dich jetzt ein bisschen durch die Beta geschossen hast? Wird es ein würdiger Nachfolger? Ja, absolut. Es wird auch in vielen Belangen eine Verbesserung, auch wenn ich das Nanite-System ein wenig vermisse. Aber in der Summe auf jeden Fall in allen Belangen besser geworden, grafisch deutlich natürlich. Und es ist sofort dieser Funke wieder übergesprungen, dass ich gesagt habe, so ja, das ist das Spielgefühl, das ich kenne und das ich wirklich geliebt habe. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich jetzt heutzutage darin investieren kann, weil das ist das große Problem. Eine halbe Stunde oder Stunde, das reicht nicht aus. Man muss also pro Abend auch mindestens mit 2-3 Stunden rechnen, wahrscheinlich sogar eher mehr. Es ist also nicht unbedingt jemand für etwas, der das Casual spielen will, aber wer sich wirklich darauf einlassen will, wird mit einem großartigen Kriegserlebnis belohnt. Richtig. Planet Side 2, sind wir gespannt, wie sich das noch entwickelt. Wie gesagt, der erste Teil war schon sehr erfolgreich und der zweite ist ja auch Free-to-Play. Das heißt, wenn man da mal Interesse dran hat, kann man ganz einfach erstmal, ohne was bezahlen zu müssen, da auch mal reinschauen. Wird spannend, glaube ich. Genau.
alle unter euch, die jetzt vielleicht Guild Wars 2 in der Show vermissen, das ist nicht rechtzeitig fertig geworden, denn wir stricken ja derzeit an einem Sonderheft zu Guild Wars 2. Ganz viele Sachen drin und so weiter. Gemacht. Okay. Und unser Guild Wars 2-Experte Florian Emmerich, der ist da ganz fies mit beschäftigt. Und der liefert aber ein Video nach, denn der war in einer Experteninstanz, in einer hochstufigen, nämlich Zirde der Wogen. Und da bekommt ihr dann ein schön ausführliches Einzelvideo demnächst, was dann auch entsprechend kommentiert ist. Jawohl, in diesem Sinne beenden wir die Buff-Show für heute. Feedback, ja. Kommentare wie immer gern gesehen. Und ansonsten hoffen wir, ihr habt in der kommenden Woche viel Spaß bei allem, was ihr auch immer spielt oder sonst so tut. Und wir sehen uns in der nächsten Buff-Show wieder. Ganz genau, kleiner Hinweis noch, in den Outtakes, da sehen wir gleich ein bisschen anders aus. Warum ist das so? Vielleicht mussten wir die Moderation nochmal reden. Wir sagen vielleicht aber wir sie komplett nicht, reden. Nicht warum. Nee, hatte vielleicht technische Probleme oder so. Bis nächste Woche. Tschüss. Willst du raus oder rein? Ich will rein. Und verschiedene Geschichten halt machen, sich zum Beispiel erschießen. Oder Picknick essen. Oder einkaufen. Oder sie eine Dichtervorlesung machen. Wie heißt die komische Geschichte hier so? Zirde der Wogen. Der Wogen, nicht der Wogen. Oh, böse Falle. Zirde der Wogen. Zirde? Zirde, Zierde, zu Zierde. Ja, Zierde, nicht Zirde. Wenn du die Brille nicht das funktioniert. Eben. Zwei Pfund Nackend. Jetzt überlege ich, ob ich Würfel sage, oder? Das sieht gerade aus wie so eine ganz schlechte Fassung von OP für Arme. Für eine OP? Das war ja auch. Gehst du da raus? Lustig, ne? Das heißt ja auch Ziege und nicht Ziege. Es gibt auch Leute, die sagen Dusche statt Dusche. Ja, die sind auch doof. Der Steile sagt auch Lutschen statt Lutschen, aber das ist auch nicht wissen. Puh, sagt er auch nicht. Blödezeit! Da-da-da! Oh Gott, Mike, das ist schmutzig. Ja, macht nichts. Ich sage jetzt auch zu meiner Frau immer, warum zirrst du dich so? Okay. Schlecht drauf jetzt. Ja, ja, die Zirde ist es, die Zirde. Gut, da besuchen wir nämlich eine Experteninstanz, nämlich die Zirde der Wogen. Alter, wie schlecht. Soll ja im Gegensatz zum ersten Teil vor allem auch Free-to-Play werden. Das heißt, da kann man dann auch ganz einfach mal ohne Einstiegshürde reinschauen und nicht so zur Zirde mitspielen.